Na hallöchen Popöchen, da sind wir auch schon wieder bei Fluff TV und bei The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Wer den Tempel unvorbereitet betritt, wird ihn als fürchterliche Tortur erleben. Und die meisten würden zweifelsohne aufgeben und um ihr Leben laufen, wir nicht. Aber offenbar weilen echte Helden unter uns. Dullig. Stimmt schon, man kann sagen, was man will, dafür bin ich weltbekannt. Aha, genau du. Klonk. Nicht du, Duna. Du bist einfach nur katastrophal, sehe ich aber auch so, Obi. Wer weiß, was aus dir geworden wäre, wenn unser junger Freund nicht aufgetaucht wäre. Ich war verletzt. Ja, ist klar. Normalerweise würde ich leicht durch einen oder zwei dieser Tempel stürmen. Beruhig dich, Leinbeck. Und sag mir, ob du das Rätsel der Karte gelöst hast. Ich hab sie von oben bis unten abgesucht. Sie enthält keinerlei Geheimnisse. Aber warte mal, Opa. Was weißt du über diese Karte? Ho, ho, ho. Du konntest das Rätsel nicht lösen, oder, Lindebeck? Darf ich mal sehen? Dullig. Eine normale Karte würde einfach zeigen, wohin man gehen soll, nicht wahr? Das ist keine gewöhnliche Karte. An einer Stelle ist sie etwas rau. Berühre sie. Bestimmt kannst du ihr Geheimnis offenbaren, Flo. Moment. Ah, da haben wir es doch. Jo, da kratzen wir mal frei, Rubbeluzi hier. Oder wie auch immer. Und da sehen wir schon ein merkwürdiges Zeichen, das man aus den Zelda-Spielen kennt. Haben wir es bald mal? Geht doch, jetzt haben wir's. Hey, schau dir das an. Ein geheimes Zeichen auf der Karte. Oh ja, das Zeichen zeigt die Position einer Insel an. Nein, die durch einen Vulkanausbruch entstanden ist. Sie heißt Insel des Feuers. Eine Wahrsagerin namens Astrid lebt dort und sie kann in die Zukunft sehen, Flo. Nein, hätte ich ja gar nicht gedacht, dass Wahrsagerin sowas können. Du solltest Astrid fragen, ob sie dir sagen kann, wo das Geisterschiff ist. Das ist also die Insel des Feuers. Ich habe immer vermutet, dass hier etwas sein könnte. Genau, Also brauchen wir bloß dorthin zu fahren und Astrid zu treffen. Dann auf zur Insel des Feuers. Ciela, ich möchte, dass du mit Flo gehst. Du wirst ihm bestimmt sehr helfen können. Wenn du die äußere Welt siehst, findest du vielleicht auch deine verlorenen Erinnerungen wieder. Mach ich. Freut mich, helfen zu können. Nur ärgerlich, dass wir mit Leinbeck herumreisen müssen. Trotzdem freue ich mich, durch die See zu reisen und die Welt zu sehen. Was? Diese kleine geschwätzige Fee kommt auch mit? Na was soll's. Okay, die Insel des Feuers wartet auf uns. Bereit, in See zu steigen, Flo? Natürlich. Wenn du nur mit dem Schwert losziehst, wirst du nicht überleben. Du solltest dir auf jeden Fall ein Schild besorgen. Bevor wir abreisen. Okay, warten. Ich warte hier, beeil dich und triff deine Vorbereitung. Bekomm ein Schild her. Sei vorsichtig, Flo. Und pass gut auf Ciela auf. Wo bekomme ich ein Schild her? Ich weiß gerade gar nicht. Oh, der Kapitän ist zurück. Der Typ bei dem Schiff ist Lindebeck. Ja, er ist Captain. Hat der ein Glück. Okay. Aber ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo wir ein Schild herbekommen sollen. Ich glaube, den kann man kaufen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Natürlich. Wusste ich doch. Willkommen, Herr Kunde. Wie kann ich dir helfen? Und was haben wir jetzt? Tipp es einfach an. Wie viel kostet der? Der Holzschild. Der Holzschild, habe ich gerade wirklich gesagt. Ja, der Holzschild, er schützt dich vor leichten Angriffen. 80 Rubine für diesen Schild? Das gibt's nicht. Nee, sorry. Nett, was haben wir jetzt? Naja, war aber nicht. Danke für deinen Besuch. Dann sparen wir mal auch eben. Ach, Rubine werden wir ja auch für, 6 Rubine werden wir ja auch für zusammenbekommen. Gar keine Herzen. Und mal gucken. Wir zerschnippeln einfach mal ein bisschen Gräser. Und da haben wir auch schon Rubinchen. Und jetzt noch 5 weitere, bitte. Oh ja. Link, du sagst es. Ja. Warum macht Link eigentlich so perverse Geräusche, wenn er was abschnippelt? Das ist doch widerlich eigentlich, oder? Was meint ihr denn dazu?
hört sich an wie, ja, ihr versteht mich schon. Ein bisschen pervers ist das überhaupt nicht, oder? Ich finde schon. Sein komisches Gestöhne. Ja, Link, wir haben es ja verstanden. Du freust dich, dass du diese Sachen zerschnippeln kannst. Das macht dich anscheinend ganz geil oder so. Naja, auf jeden Fall kaufen wir uns jetzt ein Schild erstmal. Und was sind das hier für komische Grafikfehler? Naja, ich weiß auch nicht. Der Emulator hat schon wieder gelaggt. Leck, leck. Aber naja. Naja, bla bla bla, laber mich nicht zu. Ich will den Schild. Ja, mach ich doch. Ja, Holzschild. Ja, Holzschild. Ich nenne ihn weiterhin Holzschild. Du hast einen Holzschild erhalten. Nur indem du ihn hältst, kannst du schon die Angriffe kleinerer Gegner abwehren. Vielen Dank. Darf es sonst noch was sein? Nee, ich hab kein Geld mehr, Olle. Danke für deinen Besuch. Na klar, immer noch. Na dann begeben wir uns jetzt auf eine Reise. Zu den blauen Bergen fahren wir. Unsere Lehrer sind genauso blöd wie wir. Nein, wir fahren nicht zu den blauen Bergen, sondern zur Feuerinsel. Naja, bereit. Dann komm an Bord, das offene Meer ruft uns. Natürlich ruft uns das. Oh je. Yeah. Oh mein Gott, da hat jemand mächtige Blähung. Gut, dann lass uns aufbrechen, das weite Meer ruft. Ich überlasse dir die Navigation, während ich mich um die Maschinen kümmere. Berühre das Federsymbol, um deine Navigationskarte aufzurufen. Zeichne einfach eine Linie und das Schiff wird dir exakt folgen. Boah, es ist gerade laut auf meinem Ohr, aber egal. Probier es aus. Jo. Ja. Ach ja, da muss ich hin. Abbruch, warte mal. Kurz mal abkürzen. Los. Auf geht's. Und weg sind wir. Oh, beinahe vergessen. Siehst du den Motor zur Rechten? Jure anhalten, um anzuhalten, vorwärts und weiterzufahren. Eigentlich selbstverständlich. Berühre den Rand des Bildschirms. Wenn du dich während der Fahrt umsehen willst, bleib auf der Hut. Berühre ihn oben, unten, links und rechts, um in alle Richtungen zu blicken. Oh yeah, oh yeah. Episch. Oh mein Gott, ein Frosch. Ja, komischer Frosch. Was ist das denn für ein Frosch? Der glänzt so schön. Da, 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 da. Oh ja, die weite See. Oh ja. Wir freuen uns und wir hoffen, dass wir jetzt endlich mal ankommen bald. So weit ist es nicht mehr. Da sehen wir die Insel schon. Da so ein großer Vulkan. Erinnert mich an den Todesberg aus Ocarina of Time. Naja, das muss die Insel des Feuers sein, von der Großvater gesprochen hat. Wir sind da. Oh yeah. Bin ich ein guter Steuermann oder nicht? Beeindruckt, Flo. Was, du wirst noch nicht mal, wo die Insel war. Wer hat denn unseren Kurs auf die Seekarte gezeichnet? Hä? 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 Ja, das war Flo. Was, du Fussel? Fussel? Du als Laie verstehst das einfach nicht, Fusselfee. Aber du verstehst mich doch, Flo, ne? Eigentlich ja nicht, aber ich klick trotzdem ja. Ein kluger Junge. Siehst du, Flo versteht mich. Ich tu nur so. Und als Kapitän übertrage ich dir eine wichtige Aufgabe. Geh und finde Astro Flo. Arschloch. In der Zwischenzeit werde ich hier warten und mich um mein Schiff kümmern. Was, schickst du wieder uns beide vor? Du bist vielleicht ein Angsthase. Angsthase? Vom wegen. Nun, viel Glück. Ich hab mit dem Reparaturen am Schiff zu tun. Jo. Geh mal erstmal ins Haus und was sind das hier für Grafikfehler eigentlich auf dem Weg? Kann ich hier was machen? Nö, anscheinend ja nicht. Okay, sind mal wieder raus hier. Alle Häuser abgrasen so ein bisschen. Oh mein Gott, Grafikfehler, der Weg ist ein totaler Grafikfehler gerade.
So, was steht im Buch? Wenn dies jemand liest, dann bin ich vor dem Tod zum Opfer gefallen. Ich gehe nach Osten, um die Fackel zu entzünden. Kashisuku. Oh, wie geheimnisvoll. Ich frage mich, was auf dieser Insel passiert ist. Flo? Ja, ich weiß es doch auch nicht. Oh mein Gott. Gegner. Sobald ich pusten muss, müsste ich sowieso eine Aufnahmepause machen, denn ich weiß gar nicht, auf welche Taste ich das belegt habe auf meiner Tastatur, mit dem man pustet. Fahr zum Berggipfel, kein Durchgang ohne Genehmigung. Na toll. Oh mein Gott, was sind das denn für Viecher? Goma-Kinder, glaube ich. Wer Goma nicht kennt, das ist der erste Endgegner aus dem aus The Legend of Zelda Ocarina of Time, was ich vermutlich auch noch irgendwann Let's Playen werde. Ein gefallener Abenteurer, schau Flo. Oh ja, wir labern mal mit ihm. Und danach beende ich erstmal den Part. Ruhe, Gewalt bringt dich hier nicht weiter. Ah, ein Geist. Schnapp ihn dir, Flo. Moment mal, einfach so auf mich loszustürzen, der Geist sieht voll bekifft aus irgendwie. Ich muss ja schlimm aussehen, aber ich schwöre, ich bin kein böser Geist. Er hat recht, er sieht nicht aus wie einer von den Bösen. Mein Name ist Kashisuku. Ich habe früher für Astrid die Wahrsagerin gearbeitet. Nun schau nur, was aus dir geworden ist, du armes Ding. Wenn man an das Schicksal glaubt, dann ist es nicht so schlimm. Ich habe auch abgenommen. Doch mache ich mir mehr Sorgen um Astrid. Wenn das so weitergeht, werde ich noch anfangen, bei ihr zu spuken. Astrid, wir sind bis zu dieser Insel gereist, um sie zu treffen. Weißt du, wo sie ist? Ich habe sie versteckt. Astrid ist in ihrem Haus, genau hier. Aber ich kann in diesem Zustand nicht zu ihr gehen, selbst wenn ich es wollte. Wird ihr bitte für mich die Tür öffnen? Natürlich. Natürlich helfen wir. Wir öffnen die Tür und lassen Astrid heraus. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du das für mich tun könntest. Dann verrate ich dir das Geheimnis, wie man die Tür öffnet. Position der drei Fackeln auf dieser Insel sind der Schlüssel. Wenn du dir diese merkst, wird sich die Tür wohl öffnen. Eine der Fackeln ist gleich hier. Mach dir eine Notiz auf deiner Karte. Mache ich. Das möchte ich mir auch gerne notieren, wirklich. So, da einmal. Damit du es nicht vergisst. Bitte gebt gut Acht auf Astrid. Ja. Damit beende ich erstmal den Part und sage Tschüssikowski, Freunde. Bis zum nächsten Mal, ne?